Moin! Jo, jo, wie ihr an den Bildern im Videotitel entnehmen konntet, geht es mal wieder um ein Messer von CRKT, Columbia River Knife and Tool. CRKT ist eine Marke, die begleitet mich jetzt schon in meiner Messerliebhaberei seit vielen Jahren. Genauso wie Benchmade, Spyderco, Kershaw. Ist das eine Marke, wo ich mir immer wieder gerne Modelle kaufe. Ungemein kreative Firma, tolle Projekte stellen die immer wieder auf die Beine, sind im wohltätigen Bereich unterwegs, machen viel Zusammenarbeit mit bekannten Messermachern, bekannten Messerdesignern, auch mit Leuten aus dem militärischen Bereich, ganz viele Projekte, haben tolle Öffnungshilfen, Verschlussmethoden, da wird viel patentiert, viel getüftelt von CRKT, haben einen tollen YouTube-Kanal, ich mag diese Marke ungemein, wird eine Lobhudelei, ganz klar. Und immer wenn ich dieses unscheinbare, mittlerweile halt in diesem Grünton, Pappschächtelchen von CRKT in der Hand habe, dann überkommt mich ein sehr sympathisches Gefühl für diese Firma. Hier jetzt das, was ich euch zeige, das CRKT Squid, Der Tintenfisch, das Tintenfischchen von Lucas Burnley, basiert auf dem Kastendesign von Lucas Burnley. Wenn ich das nicht falsch jetzt wiedergebe, hat Lucas Burnley sein Kastenmodell sehr, sehr viele Jahre als EDC getragen und CRKT hat es jetzt hier halt unter dem Namen Squid aufgelegt. Ist ein Budget-Folder, kostet in Deutschland, ich würde mal sagen, zwischen 30 und 40 Euro. Da muss man mal ein bisschen suchen. Ich persönlich habe es aus den Staaten diesmal geordert und habe deutlich weniger bezahlt. War sogar ein echtes Schnäppchen. Das waren unter 20 Euro. Das fand ich doch sehr reizvoll. Hatte auch Glück, dass das Messer top eingestellt ist. Ist ja immer so eine Sache, wenn man aus dem Ausland bestellt. Da ist es nämlich nicht so leicht, Serviceleistung zu bekommen, beziehungsweise die Serviceleistung, da möchte ich gar keine Angst machen, die werden wohl greifen, aber manchmal muss man Porto selbst bezahlen, dann dauert es ewig, immer das Hin- und Her-Schicken. Deshalb ist immer so eine Sache, da freut man sich dann immer, wenn man ein Modell bekommt, so günstig, ging natürlich dann am Zoll vorbei, war deutlich unterm Wert, da musste nichts verzollt werden und dann war es sauber eingestellt. Das hat mich gefreut, tolle Sache. Jo, bevor ich so ein paar Sachen sage, die mir gefallen und die mir nicht so gefallen, allerdings gibt es hier kaum etwas, was mir nicht gefällt. Das ist alles in allem schon ein sehr gelungener Wurf, ist auch durchaus populär, gibt viele Fans dieses kleinen Stachels. Fangen wir mal mit den technischen Daten an. Wir haben als Gesamtlänge nicht mal 15 cm, 14,5 cm haben wir hier. Wir haben eine Klingenlänge von ungefähr 5,5 cm, ein schönes Stonewash-Finish, hohlgeschliffene Klinge, die Hair-Popping-Sharp ab Werk haben, super sauber abgezogen, anständiger Schliff, wirklich sehr, sehr scharf, wie ich schon sagte, schönes Stonewash-Finish, hier gemarkt mit Squid, der Name, Lucas Burnley Design, alles recht dezent gehalten, relativ kleines CRKT Logo, ist alles okay, relativ clean, passt. Das Material hinter der Faser passt nicht ganz so, das ganze kleine Messer ist durchaus stabil aufgebaut, von daher ein bisschen mehr Material, mag zur Philosophie gehören, ich finde es zu viel, ich habe 0,61 mm gemessen, ich bin ganz ehrlich, knapp unter 0,5 wäre mir viel, viel lieber gewesen. Dann hätten wir einen kleinen Schneiteufel. Dieses Messer fällt eindeutig unter die Kategorie EDC-Messer. Meiner Meinung nach kann man immer wunderbar mit bei sich haben, bei sich tragen. Lässt man mal den 42A außen vor. Und hat mit diesen 5,5 cm durchaus eine Klinge, wo man einiges mitmachen kann. Klar, da sind Grenzen gesetzt, aber da geht schon einiges. Da wünschte ich es mir einfach ein bisschen schneidfreudiger. Das Gewicht, und da können wir dann ja eigentlich gleich zur Kritik kommen, das ist nämlich quasi das Einzige, was ich kritisieren würde, ist aber nun mal so, Edelstahl, Framelock, relativ stabil aufgebaut, alles halt Edelstahl. Hier hinten haben wir noch einen Backspacer, da bin ich mir nicht ganz sicher, ob es Aluminium oder auch Edelstahl ist. Wir haben 100 Gramm, das ist für so ein Messerchen, mal kleiner Größenvergleich zum Victorinox
Farmer, welches halt wirklich schon recht klein ist, durchaus einiges an Gewicht und das spürt man auch. Wer kein Problem damit hat, dass er wirklich ein recht schweres Messerchen für die Größe in der Hand hat, der sollte sich das Teil echt mal genauer anschauen. Ja, mal warten, gibt es bestimmt bei irgendeinem Händler ab und zu mal im Angebot. Ist durchaus gefällig. Nee, bevor ich weiter darauf eingehe, was mir gefällt, machen wir erstmal die technischen Daten fertig. Wie gesagt, Gewicht ungefähr 100 Gramm. Der Edelstahl Frame Lock, schön gestalteter Cutout, CRKT Clip, leider soweit nicht umsetzbar, funktioniert aber gut, toller Clip, stört nicht, wenn man das Messer in der Hand hat, toll gemacht. Der Frame Lock macht sauber zu, steht ganz sicher. Wir haben keinerlei Spiel, links, rechts nicht, auf, ab nicht bei diesem Modell. Falls ich es vergessen hatte, Klinge aus 8CR13 MOV, der bekannte China-Stahl. Made in China dann natürlich auch. Preis sagte ich ja schon zwischen ungefähr 35, ungefähr bei 35 Euro plus minus ein paar mehr. Jo, technisch ist das wirklich sehr, sehr anständig gefertigt. Ja. Das ist schon ein ganz cooler EDC-Kandidat, wie ich finde. Und aufgrund, wie sage ich das jetzt? Ja, das Tintenfischchen. Aufgrund dieser ganzen Schwünge, dieser Linien, der Optik, hat dieses Messer einfach durchaus ein freundliches Wesen. Gibt das Messer auch noch mit Blackwash, da ist dann das freundliche Wesen wahrscheinlich ein bisschen geschwächt. Aber so hier, ist das einfach wirklich ein nett anzusehendes Messerchen. Da wird keiner, glaube ich, groß weglaufen. Also was Sozialverträglichkeit angeht, da ist das Teil hier, glaube ich, schon recht weit vorne. Wenn man das dann noch mal anders auflegen würde mit einer farbigen G10-Schale, dann würde es, glaube ich, noch mehr an Sympathie und Freundlichkeit gewinnen. Aber auch so gefällt mir das schon gut. Die Handlage ist viel besser als gedacht. Wir haben hier noch noch ein Ende, wo man ein Lanyard anbringen kann, damit man das noch verlängert, um mit dem Pinky, mit dem kleinen Finger noch besseren Halt zu erzielen. Und aber auch so generell durch die kleine Mulde hier, Drei-Fingermesser bei mir, Daumen bettet sich gut, ist die Handlage wirklich, wirklich anständig. Arbeiten war ganz, ich hatte gutes Gefühl, sicherer Verschluss, sehr, sehr stabil, wirklich sehr stabiles, vertrauenserweckendes Messer. Spaß hat es auch noch gemacht, obwohl natürlich das Material hinter der Faser weniger sein könnte. Trotzdem hat anständig geschnitten, wie ich schon sagte, sauscharf ab Werk. Ja, und lässt man jetzt mal das hohe Gewicht weg. Für mich ist mir einfach ein bisschen too much, bin ich ganz ehrlich, finde ich ein bisschen zu schwer. So ein Kastenmodell von Lucas Burnley oder halt eine Titan-Version, das wäre schon ganz geil. Titan-Framelock, G10-Schale, ja, so poppiges Orange. Das wäre nice. Gefällt mir gut. Dann noch Stahl-Update. Ja, S35VN wäre ich vielleicht mit bei. Cooles Teil. Jo, hat mir wirklich gefallen. Jo, dann seid ihr jetzt gefragt. Lasst mal ein Feedback da, wie euch das Squid gefällt. Jo, und generell zu CRKT, wer davon was hat, von diesem Messerchen, bitte mal ein Modell nennen. Ja, oder ob er Probleme mit CRKT hat, was er so hatte und was ihm gar nicht gefiel. Ich kann hier jetzt nicht auflisten, was ich alles schon von CRKT hatte. Das müssen zwischen 20 und 30 Modelle gewesen sein. Ich mag diese Marke einfach sehr und werde auch nicht müde, mir immer mal wieder ein Modell zu kaufen. Finde die einfach sehr, sehr interessant. Lässt sich wunderbar auch aufflippen. Wirklich, wirklich nice. Kein Kugellager. Läuft auf, ich glaube auf Kunststoffunterlegscheiben. Toller, toller Wurf. Cooles Teil. Alles klar, das war's von mir. Jo, bleibt gesund. Peace. Ich bin raus.